Eieiei. Also diese Regenphase, die können wir auch komplett ausblenden, das ist gut. Also die Hauptregenphase. Die Regenreifenphase. Ansonsten heißt es Intermediates. Sehr viele Intermediates. Zum Glück haben wir die trainiert. Motor auf jeden Fall Gas geben. Wie lange sollen die Intermediates halten? 20 Runden. Also bis zum 45. wird hart. Das muss ich offen zugeben. Es wird hart. Vielleicht müssen wir noch vorher einen reinsetzen, einen Stopp. Sehr guter Start von Stock. Das war ein Traumstart von dem. Kuji eigentlich auch mit einem sehr guten Stopp. Aber wieder Struff. Frag mich was anderes, wo Struff herkommt immer. Der hat immer die besten Starts im ganzen Feld. So, neutral, neutral. Wenn etwas die Reifen sparen, weil ich würde gerne wirklich so eine 15 Runden fahren, vielleicht 60 Runden. 60 Runden wäre perfekt, weil dann könnten wir wirklich auf den Trockenreifen direkt wechseln. Ich glaube, wir sollten vorne wieder machen lassen, was er möchte. Ja, wir versuchen, so lange es geht, zu sparen. Wenn wir sogar 18 Runden fahren können, umso besser. Umso mehr Runden wir fahren können, über 15 hinaus, umso besser. Ja, wenn die nämlich ihre Reifen mal kaputt fahren und wir aber dadurch einen Stopp sparen, wäre das sehr lohnenswert. Kuji hat Probleme, das Tempo mitzugehen vorne. Okay, man muss so sagen, ich glaube, beide mögen es, ne? Wechselhafte Bedingungen. Aber es ist ja momentan keine wechselhafte Bedingung. Momentan ist es halt ein Regenrennen. Die Frage, ob da ab der 32. Runde vielleicht doch schon Regenreifen gebraucht werden. Ich weiß es nicht. Wäre natürlich gut, wenn wir sie nicht brauchen müssten. Wenn die aber reinkommen und sie sich holen. Oh, Schirott momentan in den Punkten. Steinmann auf Platz 7. Also ist jetzt nicht so, dass Arneu die Gegner auffällt. Das ist erst Stefansson, der dich auffällt. Aber wohl auch nicht ganz. Also so ein bisschen nur. Vorne passiert nichts Weltbewegendes. Platz 2, 3, 4 und 5 von ungefähr die gleichen Zeiten. Stockt immer etwas schneller. Arneuer führt so das Feld den neuen Zeiten an. Und dann kommt halt bis zum Rest des Endes fast alle gleichzeitig. Das ist natürlich aber auch, die Gegner jetzt aufpassen, wenn die früher reinkommen als wir. Ne? Die werden natürlich Gas geben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die momentan fast schon vor denen rauskommen. Mal sagen, wir schalten auf neutral und sollten bis zur 18. Runde ist irgendwie ein bisschen mein Ziel.
17., 18. Runde. Vielleicht können wir dann den letzten Turn auf Intermediates auf nur neutral fahren. Kommt schneller, ne? Sofort. Ja, die anderen sind kurz vor der Box, deswegen geben die auch Gas. Boah, Neuer hat Pech. Genau hinter der Lizzi rausgekommen. Aber es kommen halt sehr viele jetzt rein. Könnte sich fast ausgehen mit den anderen, ne? Die fahren nur auf neutral. Ja, Runde 17 war mein Plan. Runde 17 haben wir. Oh Gott, ich hoffe, ich habe jetzt die richtigen Reifen. Obwohl, ja. Erste Runde auf neutral und dann wieder auf runterschalten. Und die gehen natürlich jetzt wieder Volldampf. Was man auch direkt merkt, ne? Die fahren halt zeitlich direkt weg von uns. Hier hat irgendwie Topf da den Anschluss gefunden. Kuji muss jetzt aufpassen auf seinen Hintermann. Und die geben jetzt natürlich jetzt Volldampf, ne? Das machen sie aber nicht lange. Das trifft schon extrem, eieiei. Nein, könnt ihr nicht. Ihr fahrt jetzt so durch. Also, ihr fahrt nicht durch, ihr fahrt halt bis zum nächsten Job. So. Ist jemand direkt botzen müssen? Guck mal, Stock, der schafft es jetzt immer noch, sich Vorsprung rauszukämpfen. Ich finde es eigentlich so gesehen nur krass, dass letzte Saison Fox hier kurz vor dem Sieg stand. Ja, weil Stock ist ja ausgeschieden und Kuji hatte Probleme mit dem Verkehr. Und trotzdem konnte Kuji ja das Rennen auch gewonnen. Und dieses Jahr ist Fox in Niemandsland. So schnell kann es sich ändern. Und das ist halt kein Teamwechsel gewesen. Und sonst könnte man ja das verstehen, aber so. Ich glaube, so langsam wird. Ne, doch nicht. Da wollte ich gerade sagen. Sah es aus, als ob Kuji langsam aufholt auf seine Vorderleute, aber. Eher nein. Der Regen wieder etwas stärker. Ich bin gespannt, ob irgendwelche reinkommen und die Regenreifen sich aufzieht. Ich finde, es macht keinen so großen Sinn. Der Rossi wieder ein Zeichen. Jetzt schon ein Zeichen? Das ist sehr früh. Manchmal die Hälfte des Rennens. Runde 30 schalten wir wieder auf neutral. Und die sind auf jeden Fall etwas schneller als Kuji, die Vorderleute. Und die holen auch jetzt langsam ein bisschen auch auf. Ne, holen sie doch nicht. Das sah echt so aus.
So, geht auf Regenreifen. Ist das genau dieser Regenreifen-Segment? Das wäre... sehr merkwürdig. Man muss gucken, wie viel Zeit die verlieren. Okay, wenn die Fahrer Regenreifen haben wollen, dann kriegen sie Regenreifen. Ja, also da bin ich voll bei den Fahrern. Wenn die sagen Regenreifen, ich will Regenreifen, dann kriegen die Regen. Zwar nicht so lange, wir werden dann darauf Intermediates auf wieder zurückwechseln. Das ist ein Freestop. Das war ein Freestop für Stock. Könnte aber jetzt hier. Wir werden noch hier etwas aggressiver fahren, mit Kuji zumindest mal. Weil der hat jetzt freie Fahrt. Man kann jetzt schön nutzen, sich jetzt wieder ranzusaugen, so gesehen an die drei Leute vor sich. Und man sieht nämlich, die fahren auf neutral und fahren genau so schnell wie die auf Intermediate. So die Frage, ob die auch auf Intermediate. Die meisten hier auf Regenreifen, die jetzt reinkommen. Normalerweise höre ich nichts auf die Fahrer, aber in dem Fall war es, glaube ich, die bessere Entscheidung. Klar, wir drehen natürlich etwas auf bei Kuji, aber trotzdem, der kommt schon doch gut nah ran, weil jetzt ist es halt eigentlich soweit. Obwohl, manche bleiben auf Intermediates. Diese kurze, richtig große Regenphase, die müssen wir auf jeden Fall hinter uns irgendwie herausfahren. Da ist es möglich, dass sogar... jetzt kommt Topf rein. Topf kommt raus vor Kuji, hat aber Zeit verloren. Der Hauptregen kommt ja noch. Hat nicht repariert. Der hat nicht repariert. Euer Ernst? Rosini, typisch Rosini, ey. Jetzt ist es, glaube ich, in der Zeit, eigentlich Regenreif zu haben. Das kann hier noch richtig hin und her gehen, was das die Wertung hier angeht. Klar, die gehen auf Intermediate. Sollen sie ruhig machen. Ich wundere so gerade, dass die halt so eigentlich relativ gut mithalten können. Kraft nicht vorbei. Also wenn man den Vorsprung von Stock ansieht, hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Wenn Kuji jetzt auch an dem vorbeikommt, kann er sich vielleicht so viel Vorsprung rausarbeiten, also zumindest so an einem von den beiden vorbei. Jetzt fahrt er vorbei da! Das kann jetzt genau der Punkt sein, wo wir jetzt mit so viel Forschung rausfahren. Mit Kuji, dass wir vorhin raus. Oh, Topf in der Box. Mit Reparaturstopp. Hat er repariert? Die Frage, was kaputt war. Aber keine Reifen, ne? So, jetzt eigentlich schon wieder Intermediates. Ich weiß es nicht, wer Topf in die Box gekommen. Wir fahren aber nicht so lange auf diesen Reifen. Das ist schon. Muss uns bewusst sein. Rudi darf jetzt Attacke machen. Er hatte 13 Sekunden Rückstand, ne? Jetzt hat er nur noch 7. Also er kommt auf jeden Fall schon gut ran. Okay, das Stock jetzt nicht in die Westzeiten fährt, ist mir schon bewusst. Er hängt mit dem Verkehr fest. Ah, neuer. Echt jetzt?
Obwohl, eigentlich nur eine coole Entscheidung. Jetzt auf Regenreifen noch draußen rumzufahren, ist keine so schlaue Idee. Also im richtigen Wechsel jetzt auf die Trockenreifen, was die Regenreifenfahrer jetzt machen, ist viel zu früh. Nur noch 5 Sekunden. Also er holt echt gut auf. Wir brauchen die Reifen ja gleich nicht mehr. Vier Sekunden. Ja, die Überrundungen könnten jetzt natürlich uns deutlich helfen. Gute mit der schnellsten Runde. Boah. Der will es wissen, der will den zweiten Platz haben. Die Rosinis sind komplett im Nirgendwo. Ja, mit Trockenreifenfahrer verlieren nicht mehr so viel Zeit. Sie verlieren zwar noch Zeit, aber nicht so viel. Geht weg da. Auf der Jagd nach Strüff. Und nochmal Strüff zweiter wäre schon eine kleine Überraschung. Aber ich würde fast schon sagen, die kommen in die Box. 15 Runden. Ich fand unsere Fahrer auf den Supersoft deutlich schneller als auf den Ultras. Und die können etwas aggressiver fahren. Jetzt bin ich mal gespannt. Strüff ist ganz nah dran eigentlich an... Dings fährt auf Intermediates. Also ich weiß nicht, welche Reifen momentan die schnelleren sind. Schwer jetzt zu sagen. Aber dadurch, dass wir nicht richtig an Aquino vorbeikommen, würde ich sagen, momentan sind beide gleich schnell. Eher Tendenz zu den Trockenreifen. Okay, bei den Zeiten, die jetzt gefahren werden, ist die Trockenreife auf jeden Fall die bessere Mischung. Wir kommen halt nicht an dem Rosini vorbei. Der ist zwar auch schneller als der Titano. Und wir haben ihn. Die Frage ist nur, für wie lange. Weil der wird Gas geben. Sie fragen sich, ob die Reifen ihm das so mithalten, mitmachen. Andere mache ich mir da wenig Sorgen. Genau deswegen habe ich sie auch gewählt. Ja, schön, dass Trüff die schnellste Zeit gefahren hat. Ja, was bringt es aber, wenn jetzt der nicht vorbeikommt? Der fährt einfach so, ja, ich habe jetzt gerade 8 überrundet. Das war schön. Wo ist denn jetzt... Was ist denn jetzt mit Strüff passiert? Wo ist denn der hin? Das ist schon mal gut, so kann ich auf jeden Fall kurz mehr Reifen schonen. Ne? Extremes Abkühlen, aber das war keine gute Kurvenlage.
Okay, wir fahren auf neutral. Wenn der es machen will, machen wir das auch. Er schont. Dann geben wir Gas. Jetzt gerade die Chance nutzen, wenn er am Schonen ist, mal etwas Zeit rauszufahren. So, wir gucken kurz mal auf Stock, weil der darf jetzt dann versuchen, schnell zur Runde zu fahren. Jo, Struff musste aufgeben. Da kommt Stock. Ja, wir drehen ja auch auf, ist nicht gerade normal bei uns, aber jetzt müssen wir auch schon. Und wir müssen richtig schonen, also es wird knapp im Sprit. Jo, warm's. Stock holt sich den Sieg in Kapstadt. Souverän. Nie gefährdeter Sieg. Puggi und Platz 2. Wir haben mit einem Stopp mehr uns echt einen Platzzeit Platz rausgeholt. Ne? Und ja, der Wechsel auf die Regenreifen war doch die bessere Entscheidung, weil genau diese Mini-Zeit, die wir da uns geholt haben, brachte uns natürlich dazu, dass wir halt die Intermediates halt Vollgas Gas geben konnten. Geil. Und dadurch kommen wir halt extrem gut nah ran. Dass wir natürlich auch dann früh auf die Trockenreifen wechseln, das war jetzt natürlich ein Zufall. Aber manchmal muss man auch zufällig Glück haben. Oder mit Zufall Glück haben. So. Ja, bei uns ist nichts findbar, ne? Ist ja die Regel, keine illegalen Teile zu bauen. Platz 8 ist überrundet, ey. Steinmann hat Punkte geholt. Wow. Ja, Esprit ist eigentlich auch gar nicht so schlecht unterwegs, ne? Klar, die haben seit die kamen genau hoch in dem Jahr, wo halt die Punkte abgenommen worden sind. Hat die natürlich gut getan, dadurch konnten sie sich jetzt halten. Aber dass Krüger sich so extrem hält und eigentlich das zweitbeste deutsche Team ist nach uns und nicht, dass es Steinmann ist, ist schon mittlerweile echt ein Wunder. Aber diesmal konnte Kuji Struff bezwingen. Der war wieder so einen Mega-Start gemacht hat. Ich weiß gar nicht, auf welcher Position ist der gestartet. Achter? Also zum Beispiel Fox macht nie so extrem gute Starts. Müssen wir dann nächstes Mal drauf achten, ob wo Struff startet und wo er dann nach der ersten Runde ist. Genau, und im nächsten Rennen dann macht er einen Fehler. So, im nächsten Rennen sollten wir endlich mal Plus machen wieder. Wird dir auch mal Zeit. Das ist halt, dass das so extrem schwierig ist. Mit dem eigenen Team. Klar, wir haben die Regel natürlich etwas verschärft. Ne, mit keine illegalen Teile bauen und noch ein paar anderen Sachen. Dass zum Beispiel die ganze, ist klar, dass das hier jetzt natürlich die längste Liste ist, die wir haben, ist klar. Ne? Normalerweise hieß es ja zum Beispiel bei Brodata damals, nur ein Titel. Reicht, vollkommen. Und selbst da haben wir Ewigkeiten gebraucht für. Jetzt ist es halt so, dass wir nicht nur den Titel haben, den wir schon etwas länger haben. Ne? Also es wäre auf jeden Fall kürzer gewesen als Brodata. Aber wir wollen jetzt Hausbrett hier ausbauen. Das macht das nachher noch schwieriger. Und halt kein, also ich habe alles schwieriger gemacht, was man schwierig machen kann. Aber ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann in Gülfo dabei seid, wo wir halt ein sehr gutes Sümmchen bekommen an Bonus.
Und zwar, glaube ich, müsste es sein. Ich bekomme 700.000, ne? 600.000. Mal 3,4. Ob wir dann wirklich Plus machen, boah, bezweifle ich fast schon. Aber ist auf jeden Fall fürs nächste Rennen der beste Sponsor, den wir haben. Von daher, bis zum nächsten Mal und ciao.